Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. So, Pump and Roll. Pump and Roll muss man wissen, man wird also sozusagen während des Fahrens, man fährt damit ganz langsam, quasi einen Löschvorgang unternehmen. Das heißt, während des Fahrens, das kann auch nicht jedes Fahrzeug, das muss das Fahrzeug von der Pumpe ermöglichen. Da gibt es Sicherheitsvorrichtungen, die man da beachten muss. Aber so ein Pump and Roll, letztendlich macht man hier klassischerweise mit einem D-Schlauch, manche machen das auch mit C. Und dann wird dieser Schlauch am Fahrzeug befestigt. Da gibt es spezielle Knoten. Weil man muss sicherstellen, dass man diesen Schlauch nicht irgendwo unter die Räder bekommt. Und da gibt es so verschiedene Knoten, wie man das hier festmachen kann und auch hier am Spiegel quasi einhängen kann. Ne? So ein doppelt rumgewickelter quasi wie so ein Ankerstich und dann hier verbunden. So, das heißt, man kann hierher ziehen und kann das unter Druck setzen und während des Löschvorgangs quasi sozusagen vorwärts fahren mit dem Fahrzeug.